hier. Dann kommen wir nach hier. Und dann müssen wir gucken, dass wir nicht unten kämpfen. Allerdings sind die Enten irgendwie auch nicht so toll, wenn wir unten kämpfen. Aber besser wäre es, wenn wir uns verstecken und nicht unten kämpfen. Ich weiß zwar nicht, wie wir das hinbekommen, aber müssen wir sowieso hinbekommen. Also verstecken wir uns und kämpfen dann nicht unten. Mal gucken, ob wir das hinbekommen irgendwie. Ich weiß zwar nicht wie, aber wir kriegen das irgendwie hin. Wahrscheinlich müssen wir dann oben zerstört werden oder so. Also, dass wir hier oben schon dann im Versteckripp sind. Könnte ich mir gut vorstellen. Leider. Ja gut, das ist natürlich jetzt doof, aber ich hätte mich erwischen lassen müssen oben. Ja komm, da ich mich erwischen lassen hätte müssen oben, ist das auch Quatsch. Wir sehen jetzt dann das gleiche wieder und müssen uns dann nochmal verstecken und uns erwischen lassen. Das breche ich einfach einmal kurz ab. Weil das ist ja Quatsch. Man muss ja, wir müssen uns ja auch nicht mehr angucken als unbedingt nötig, nur weil ich jetzt hier den blöden anderen Weg gegangen bin, mal wieder. Das heißt, wir gehen nach oben, verstecken uns, drücken die alte Taste nicht, so dass er uns findet. Und ich schätze mal, lassen uns kaputt machen. Dann werden wir das Fenster öffnen und da rausgehen. Mal gucken, was da passiert. Dann werden wir zu allerletzt die Tür nicht abschließen und ich hoffe, ohne große Verletzungen flüchten. Am besten auch direkt durch die Vordertür. Und dann haben wir diese Mission auch 100% abgeschlossen, Tatsache. Das finde ich sehr gut, weil dann müssen wir uns nämlich diese Mission auch nicht mehr groß angucken und fliehen müssen wir ja so oder so. Dann spielen wir mit Todd so ein bisschen Verstecken. Danach werden wir uns dann endlich mal die nächste Mission angucken. Die weiß ich gar nicht. Vielleicht schneller geht, vielleicht auch nicht schneller geht. Das müssen wir dann gucken. Let's go. Was zur Hölle machst du hier? So, jetzt mal eben gucken, ob das funktioniert hat, weil wir haben uns ja jetzt offensichtlich versteckt. Nee, wir haben uns nicht versteckt. Das ist doof. Wo müssen wir uns denn verstecken, dass er uns dann nicht findet und wir hier unten hergehen? Also versteckt ist klar. Ich muss mir das angucken, wenn wir uns versteckt haben. Nein, nicht Ablaufdiagramm. Hauptmenü. Bestätigen. Weil ich möchte mich ja verstecken. Aber wenn wir uns verstecken, dann kommt es ja zum. Also eben ist es dann zum Kampf unten gekommen. Da muss ich mir
das mal ein bisschen genauer angucken. Im Ablaufdiagramm am besten auch direkt, weil wir möchten, dass ihr jetzt hier nicht eine halbe Stunde immer sehen, wie ich verkacke, mich zu verstecken. Also vielleicht wollt ihr das doch sehen, ich möchte das nicht sehen. Weil wir ja auch mal das jetzt eben wieder nochmal machen müssen und dann ist das ja auch Quatsch. Wo verstecken wir uns denn am besten überhaupt? Ich würde sagen, wir verstecken uns im... Ja, wir gehen einfach gegenüber ins Badezimmer rein. Das ist, glaube ich, auch der kürzeste Weg zum Verstecken. Dementsprechend ist das, glaube ich, auch nur sinnvoll, wenn wir das machen. Ja, genau, das werden wir uns jetzt angucken. Genau das glaube ich auch, Wadli, aber so ein kleines Rätsel ist es ja irgendwie schon, ne? Dann nehmen wir nicht das Schlafzimmer und wir nehmen nicht. Ist ja egal, glaube ich, in welchem Raum. Da steht ja nicht explizit den Raum, in dem wir uns verstecken sollen. Ja, wir gehen mal hoch. Das tut man nicht alles für 100%, ne? Wenn wir das betreten, ist sofort das Problem, dass wir hinter ihm sind. Das wollen wir aber auf keinen Fall mehr. Das brauchen wir auch gar nicht mehr uns angucken. Kann ich mich auch einfach gegenüber in dem Badezimmer verstecken? Da muss ich jetzt nicht so weit laufen. Klappt das? Ja, es. Nein, nein! Okay. Ich habe aus Versehen W gedrückt. Dann gehen wir in den Raum rein und verstecken uns halt hier. Ist egal. So, einen Moment. Jetzt das Ablaufdiagramm mal angucken. Also. Okay, noch passiert hier gar nichts, aber wir sind noch versteckt. Okay, gut. Ich habe die Tasten noch gedrückt, alles gut. Ich habe den Raum nicht verlassen. Zählt das jetzt als versteckt oder nicht? Im Korridor verstecken. Ach, das ist, weil er erkennt, dass wir weg sind. Okay, das geht also so automatisch weiter. Was ist das hier dann? Rennen wir in den Garten. Ne, dann rennen wir nicht in den Garten, sondern dann rennen wir zur Haustür. Verdammt, ich habe gerade gecheckt, was er will. Ich habe gerade das Ende verstanden. Okay. Wir müssen das noch einmal machen, aber ich habe jetzt verstanden, was ich machen muss. Kapitel. Greife auf die Also, alle Schlüsselkarte. guten Dinge sind ganz viele, ist auch in diesem Stream das Motto. Ich weiß jetzt, was ich machen muss, um über das Versteck die Wege freizuschalten, die ich auf jeden Fall brauche und auch wie es unten nicht zum Kampf kommt. Das ist ja auch ganz wichtig. Weil wir damit nämlich dann auf jeden Fall den Weg gar nicht mehr gehen müssen. Dann gehen wir noch einmal aus dem Fenster raus, gucken uns das an und alles ist gut. Ich hoffe zumindest, dass wir dann nicht uns nochmal verstecken müssen. Aber ich glaube, das kann ich mir nicht vorstellen. Und zwar ist das, wenn wir uns verstecken, und durch die Vordertür gehen, dann können wir auch den Bus erreichen. Und ich glaube, das ist das Ending. Man erreicht den Bus einfach auch zweimal gibt. Und wir deshalb dann sozusagen, wenn wir uns versteckt haben und wir die Tür nehmen und noch draußen gerannt sind, dass wir uns das sozusagen, dass das das Ende ist. Das ist aber, klingt auf jeden Fall, finde ich auch ziemlich logisch, also nehmen wir das auf jeden Fall.
Also das Versteckspiel zieht sich ein bisschen. Es tut mir jetzt auch ein bisschen leid, dass ich jetzt so lange gebraucht habe, bis ich das Rätselslösung gefunden habe. Aber jetzt weiß ich, was ich machen muss. Ich hoffe, das kriege ich jetzt auch hin. Weil ich gebe zu, die Skill-Checks einer Tür habe ich mir jetzt leider nicht gemerkt. Ich weiß, dass wir da mit der Maus das ab und zu machen müssen. Und ich weiß, dass ich mit der Maus halt leider nicht so gut bin. So, wir gehen auch direkt wieder. Wir gehen nicht hier vorne rein, sondern wir gehen direkt wieder ins Schlafzimmer, weil ich glaube, dass wir dann vielleicht mehr Zeit haben für die Tür. Weil der Abstand ja größer ist. So, jetzt warte ich wieder, bis er das realisiert hat. Ganz dringend. Und dann auf zur Tür. Hat jetzt ein bisschen gedauert. Das Versteckspiel mit Todd. Gut, ich hab's hinbekommen. Und wir fahren wieder nach Downtown, wie wir das so oft tun. Gut, dass er den Bus nie erreicht. Ja, schön, dass du so hinterhergebrüllt hast. Das bringt jetzt auch nichts mehr. So. Guck mal, jetzt können wir hier noch ihre Hand nehmen sogar. An der Beziehung zwischen den beiden ändert das nichts. Das heißt, ich kann ruhig irgendein beliebiges Ende wählen, wo beide überleben, was für mich möglichst einfach ist. Finde ich gut. Es ist unglaublich, dass wir uns nochmal verstecken müssen und dass wir auch die Vordertüren nicht nochmal öffnen müssen und dass wir den Bus nochmal verpassen müssen. Also wir müssen uns Tatsache auch nochmal verstecken. Noch zweimal, um genau zu sein. Ja. Gut. Was soll ich dazu sagen? Jetzt lassen wir das Versteckspiel aber mal zu Ende und öffnen das Fenster und gehen raus. Gucken uns mal an, was da passiert. Verstecken können wir uns danach noch zweimal eben schnell. Das dauert ja nicht allzu lange, aber ich habe mich jetzt entschlossen, wir werden diese Mission jetzt in diesem Zuge zu 100% abschließen. Was ja hoffentlich nicht so das Problem sein wird. Weil jetzt haben wir die eh schon so oft gespielt, dass ich die jetzt zum Beispiel danach erstmal nicht mehr sehen möchte. Ich hätte meinen Stream auch irgendwie eine stürmische Nacht nennen können. Du bleibst da. So viel ändert sich nämlich jetzt hier gerade nicht. Wie gesagt, wenn wir die Tür nicht abschließen, das wird das letzte Mal sein, dass wir uns diese Mission angucken. Und dann passt das schon. Also, dass diese Mission so anstrengend auf 100% wird, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut. Dann ist das halt so. Den Bus nicht erreichen, finde ich auch blöd, aber gut, okay. Ich kann es halt ja jetzt nicht ändern. So, ein weiteres Mal betreten wir die Tür Alice Zimmer. Wir schließen den Raum ab. Weil wir uns ja diesmal jetzt nicht verstecken.
Ich habe jetzt auch keine Lust, nochmal das Gleiche zu sehen. Wir können uns dann auch mal im Bad verstecken. Dann sehen wir auch mal, wie wir uns da drin verstecken. Nicht in dem Bad, in dem wir das erste Mal das Verstecken nicht hinbekommen haben, Mir sondern muss das was andere. einfallen. Ja, dir ist schon was eingefallen. Wir öffnen jetzt das Fenster hier. Das ist der einzige Weg. Schnell, komm schon. So, mal gucken, was jetzt passiert. Das ist auf jeden Fall ein interessantes Ende, was sehr schnell geht. Finde ich aber gut, dass wir jetzt dieses ja, sehr schnelle Ende auch mal gesehen haben. Einmal an der Regenrinne runterrutschen und wir sind entkommen. Ich denke, dass ich dieses Ende auch wählen werde, wenn wir. Nee, kann ich ja gar nicht, weil ich die Tür ja nicht abschließe. Wenn wir das letzte Mal spielen, aber. Je nachdem, mal gucken. Damit sind wir auf jeden Fall das nächste Mal entkommen. Das ging schnell. Und wir kommen auch daraus. Okay. Wir müssen auch noch mal rausgehen und nicht durchs Fenster flüchten. Das gucken wir uns jetzt an. Nee, wir verstecken uns jetzt wieder. Wir machen das jetzt schön immer abwechselnd. Wir verstecken uns jetzt wieder. Flüchten dann. Danach gehen wir aus dem Fenster, flüchten nicht. Und danach. Wir machen das jetzt einfach immer Greift auf die abwechselnd. Story-Grafik zu. Weil dann sehen wir verschiedene Sachen. Und nicht immer das gleiche hintereinander weg, aber gut. Wie gesagt, leider müssen wir uns noch zweimal verstecken. Aber das ist jetzt halt so. Wir werden dann als nächstes ja, den Bus jetzt auch, glaube ich, mal nicht bekommen. Du bleibst da. Damit wir nicht ganz Kannst du so gar oft nicht jetzt noch erklären, sehen müssen. oder setzt Weil wir mich müssen den nicht. Bus sowieso einmal nicht bekommen. Ist eigentlich auch egal, wenn wir den nicht bekommen, ne? Dann haben wir diese Mission auch endlich abgeschlossen. Dann reicht es aber auch. Wir sind jetzt seit knapp einer Stunde an dieser Mission, glaube ich. Könnte das sein? Weil wir haben ja auch den Partner vorher schon relativ lange gemacht. Ich glaube, wir sind jetzt seit einer Stunde ungefähr in dieser Mission. Irgendwann reicht es auch. Aber ich habe jetzt hier auch irgendwie, wie gesagt, diese Mission werden wir jetzt endgültig zu 100% machen. Ich habe jetzt hier dann auch keinen Nerven mehr, die dann nochmal zu spielen. Erstmal. Wie gesagt, vielleicht. Vielleicht beim finalen Durchspielen nochmal, aber nur vielleicht. Das werden wir uns auch angucken müssen. Ja, wir rennen mit ihr weg. Du kommst mit mir. Wir gucken mal, was passiert, wenn wir uns hier drin verstecken. Weil das hier direkt neben ihm ist. Gut, jetzt merkt er, okay, wir sind nicht da, weil wir sind ja auch nicht da. So, einen Moment. Muss ich jetzt. Ja gut, das haben wir jetzt gemacht. An der Vordertür probieren,
vor der Tür öffnen und vor der Tür scheitern. Also wir müssen Tatsache unten in den Kampf so oder so reingehen. Da fehlt aber nicht mehr viel. Das heißt, wir werden jetzt gucken, was passiert, wenn wir in der Vordertür scheitern. Dann haben wir das nämlich auch schon hinter uns. Du kommst jetzt sofort her! Wir gehen nirgendwo hin! Ihr gehört mir! Nein! Aber diesmal lasse ich mich hier nicht verprügeln. Muss ich nämlich nicht. Ist nämlich kein Ende mehr. Wir lassen uns hier jetzt nicht öfter auseinandernehmen, als wir das unbedingt machen müssen. Nö, jetzt sind wir wieder bei dem Fall unten kämpfen. Da nehmen wir den Bus ruhig auch. Ich weiß, dass wir noch einmal uns verstecken müssen, die Vordertür schaffen müssen und den Bus verpassen. Das ist halt so unglaublich nervig. Ich hätte eben den Bus verpassen sollen, als wir aus dem Fenster geflogen sind. Das machen wir gleich. Das ist, glaube ich, der kürzere Weg, als wenn wir dann nochmal verstecken. Da flüchten wir noch zweimal aus dem Fenster. Gucken wir uns jetzt an, was passiert, wenn wir aus dem Fenster flüchten und den Bus verpassen. Letzten Endes werden wir wahrscheinlich auseinandergenommen. Dann entscheiden wir uns direkt für unten. Ja, wir müssen hier den Bus auch verpassen, genau. Dafür müssen wir den Bus nehmen, dafür müssen wir durchs Fenster flüchten. Dann probieren wir direkt das aus. Und dann haben wir diese Mission, wie gesagt, endlich auch auf 100%. Obwohl, ich muss noch eine Sache, muss ich noch gucken. Weil ich habe ja gesagt, ich möchte die Tür erst am Ende nicht abschließen. Das ist dann wahrscheinlich, wenn ich mit Todd rede, gell? Weil wir haben ja noch nicht mit Todd geredet. Doch, haben wir hier. Dann werden wir geschubst und sind dann nach. Ja gut, okay. Tür nicht abschließen dann. Okay, also einfach warten. Weiß ich Bescheid. Ups, ich dachte, ich bin schon im Kapitel drin. Ich dachte, ich habe das schon gestartet. Habe ich aber offensichtlich nicht. Weil mit Todd reden ist hier schon gewesen. Das ist hier Todd überzeugen. Und dann geht das hier weiter. Dann sind wir wieder nach ihm da. Das ist blöd, das haben wir schon gesehen. Das brauchen wir nicht. Die 100% kommen näher, Leute. Die 100% kommen näher. Doch, ich rühre mich vom Fleck. Tut mir leid, ich habe mich bewegt. Oh nein! So, jetzt werden wir hier wieder zum Abweichler. Es tut mir leid, dass wir jetzt so unglaublich auf diese Mission gesehen haben, aber ich habe auch nicht gedacht, dass es so unglaublich lang ist und dass es so unglaublich viel Arbeit ist, diese Mission zu komplettieren, ja. Yeah. Aber es wird Zeit, dass das endlich mal so ist. So, da wollen wir mal gucken, was passiert, wenn wir ja aus dem Fenster springen und den Bus verpassen. Beziehungsweise müssen wir den Bus verpassen oder müssen wir den Bus nur nicht erreichen? Weil sonst ist es sehr einfach, wenn ich einfach sage, okay, dann höre ich halt einfach auf zu fliehen. Nee, ich muss zum Bus rennen und den, also okay, wir müssen schon wirklich bis dahin kommen. Okay. Gut. Oh nein, er kommt! Er wird mir wehtun! Lauf! Lauf weg! Oh nein!
Nein, er macht mich nicht kaputt. Wir schließen jetzt den Raum ab. Wie gesagt, wir machen das hier jetzt so ein bisschen im Expresslauf hier. Mir muss was einfallen. Wir haben diese Mission ja schon so oft gesehen. Wir öffnen das Fenster. Nein, Kara, das ist zu hoch. Das ist der einzige Weg. Schnell, komm schon. Ich schätze mal, dass wir jetzt... Haben wir jetzt... Warte mal. Das muss ich wissen. Muss ich mich wieder reinziehen lassen für das andere Ende? Das wäre schon auch gut zu wissen. Oder nein, okay, ich kann auch einfach hier jetzt noch verkacken. Das ist gut zu wissen. Und jetzt erreichen wir den Bus halt leider nicht. Aber ich habe halt keine Wahl, ne? Ja, er kommt jetzt raus und macht uns platt, so wie letztes Mal auch. Und wie oft Alice in diesem Stream abgeschaltet wird, ich glaube, Alice zieht gerade mit Connor gleich, kann das sein? Aber wie heftig diese Mission auch einfach ist, ne? Also... Wie viele negative Enden es doch gibt in dieser Mission. Immerhin müssen wir uns davon jetzt nur noch zwei angucken, glaube ich, ne?